Künstliche Intelligenz oder KI genannt, wird auf eine gewisse Weise unser Leben vereinfachen und optimieren können. Große und hochqualitative Datensätze sind für die Lerntechnik der künstlichen Intelligenz wie Deep Learning unbedingt notwendig. Der Zugang zu diesen Daten ist ein Schlüsselelement für die Entwicklung von leistungsstarken KI-Systemen. Auch über das Internet der Dinge werden Daten aus unterschiedlich vernetzten Bereichen wie Anlagen, Geräten und Systemen mit der Hilfe von Sensortechnik, Elektronik, Infrastruktur und Software über verschiedene Endgeräte fließen und auf speziellen Plattformen für die KI-Systeme zur Verfügung gestellt werden können. So können sie performanter und intelligenter werden. Als Beispiel: In Deutschland ist die Plattform für künstliche Intelligenz durch die Initiative des Bundesforschungsministeriums für lernende Systeme kreiert worden. Nach Einschätzungen für den Zeitraum von 2018 bis 2020 sollte ein Smart Home ca. 50 GB pro Tag und eine Smart City ca. 250 Petabytes pro Tag generieren. Die IFA-Messe 2018 in Berlin stand für mich im Zeichen der Demokratisierung der künstlichen Intelligenz, damit der Zugang zu dieser Technologie, die auf einer schwachen KI basiert, für jedermann zugänglich ist, um sie zum Teil unseres Lebens zu machen. Künstliche Intelligenz und smarte Technologien. Smart Living-Häuser mit smarten Küchen. Die Überwachung, die Mobilität der Zukunft, smarte Parkleitsysteme, Selbstoptimierung, Robotik und Sprachsteuerung nutzen KI oder KI-Agenten, und das sind nur ein paar Beispiele, die genannt werden können. Die Roboter können arbeiten wie die Bodenreinigung und Einkaufen übernehmen oder als Wegweiser in öffentlichen Räumen dienen. Die Arbeit der Menschen ist im Wandel. Die KI ist als eine disruptive Technologie eingestuft worden. Sie induziert tiefe soziale und kulturelle Veränderungen des Zusammenlebens und eine neue Weltanschauung. Einführung von ethischen Normen sowie ein Verhaltenskodex für Robotikingenieure, ein Kodex für Forschungsethikkommissionen, Lizenz für Designer, Lizenz für Benutzer und Ethik als Einschränkung sind hierfür unbedingt notwendig. Die Artificial Moral Agents sollen für spezifische Kontexte, wie bei schwierigen moralischen Entscheidungen, programmiert werden. In einer Pressemitteilung der EU-Kommission vom April 2018 heißt es: Die EU soll die Investitionen in KI-Forschung und Entwicklung im öffentlichen und privaten Sektor bis Ende 2020 insgesamt um mindestens 20 Milliarden Euro steigern. Dazu stockt die Kommission ihre Investitionen im Zuge des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizont 2020 bis 2020 auf 1,5 Milliarden Euro auf. Die Fonds für strategische Investitionen sollten genutzt werden, um Startups zusätzliche Mittel für KI-Investitionen bereitzustellen. Weil die Daten als Rohstoffe für die KI notwendig sind, sollten Rechtsvorschriften zur Bereitstellung weiterer Daten für die Weiterverwendung und zur Erleichterung des Datenaustauschs vorliegen. Ende 2018 wird die EU-Kommission ethische Leitlinien für KI-Verwendung und eine Leitlinie zur Auslegung der Produkthaftrichtlinie vorschlagen. Also, die folgenden Schritte sind vorgesehen: Die Vorbereitung auf sozioökonomische Änderungen, die Festlegung des ethischen und rechtlichen Rahmens, wie die Integration des ethischen Standards in Algorithmen und die Steigerung der finanziellen Unterstützung. Im Juli 2018 hat die Bundesregierung die sogenannten Eckpunkte der Bundesregierung für eine Strategie künstlicher Intelligenz vorgestellt. Der gesellschaftliche Dialog zum Thema künstliche Intelligenz soll gefördert werden. Auch ein Programm unter dem Namen Arbeitswelten der Zukunft ist für das Wissenschaftsjahr 2018 konzipiert worden.